Ja, einen schönen guten Abend. Es ist 18.20 Uhr, fast pünktlich gestartet. Und natürlich die, die es verdient haben, haben jemanden, der sich vorher ansagt. Und das sind diese jungen Herren heute auf der Bühne. Puerto Partida, wer von euch hat Puerto Partida vorher schon mal gehört? Postkarte, das ist... Ja. Du hast einiges schade, an neues Publikum. Ja, schade, dass wir jetzt kein Foto machen können. Richtig, schade. Wer von euch hat Puerto Partida noch nicht gehört, weiß aber, was es ist? Hallo, ihr beiden. Wer von euch sitzt hier, weil die Stühle bequem sind? Ja, sehr gut. Welche Rolle spielt der Cocktail? Dann Bestechung geht immer auf Puerto Partida. Dann würde ich sagen, Bühne frei, großen Applaus, Puerto Partida ist hier. Ja, vielen lieben Dank. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil hier vor großem Publikum, das ist ja doch eher selten der Fall, dass wir das machen. Normalerweise sitze ich allein in meinem Schlafzimmer und alles ist vorbereitet. Darf ich nochmal sehen, wer es noch... Es war ungefähr die Hälfte, die noch nie was von Puerto Partida gehört hat, oder? Ja, genau. Okay, also es geht um ein interaktives Rollenspiel. Das heißt, es gibt einen Kandidaten, der mit einer Qualifikationsfrage mit uns spielen wird. Heute wird das einer von euch aus dem Publikum sein. Der hat sich normalerweise aus der Folge zuvor qualifiziert, die beantwortet im Blog und kann dann eben mitspielen. Der wird dann normalerweise per Skype zugeschaltet und ich sitze eben alleine zu Hause und diesmal wird die Person dann hier sitzen. Im Grunde genommen ist es ganz einfach, der Kandidat muss drei Personen auf dieser fiktiven Insel wie in einem Rollenspiel finden und dann Rätselfragen beantworten. Wer ist denn Rollenspieler hier? Alles klar. Ich muss euch enttäuschen, es gibt keine W20-Würfel und so weiter, weil das audiotechnisch nicht funktioniert. ja, es ist also im Grunde genommen eine sehr reduzierte Version, damit wir eben auch in 45 Minuten bis 60 Minuten grob durchkommen können. Das ist halt was für Einsteiger, sage ich mal, so vom Rollenspiel. Und man findet drei Personen, muss da dann Rätsel lösen und dann gibt es ein Finalrätsel und das entscheidet dann, ob die Person Bürger wird. Weil wenn sie nämlich kein Bürger wird, dann kommt der französische Gourmet-Kannibale Jacques Cousteau und frisst die Person. Gibt es denn einen im Publikum, der sich als Kannibale zur Verfügung stellen würde, falls der Kandidat es nicht schafft? Du bist vegan? Du isst den, sehr gut. Hoffen wir, dass er auch veganes Zeug gegessen hat. Ne? Dann, ja. Gut. Habe ich noch was vergessen? Nö, wir brauchen einen Kandidaten. Malik, du willst die Qualifikationsfrage stellen. Kannst du das da vorne lesen? Ja. Also, pass auf. Es treffen sich, das sind jetzt Leute, die schon auf der Insel wohnen, das wissen die Leute, die es schon länger hören. Es treffen sich Herr Operatori, Herr Lano, Herr Gastiano, Frau Journalisto, Herr Ron Magisto, Herr Baguette und Herr Offiziero. Ein jeder schüttelt den anderen jeweils einmal die Hand. Wie viele Handschläge macht das insgesamt? So, wer es weiß, die Hand hoch, beziehungsweise die Karte hoch, damit wir es deutlich sehen können. Da vorne. Und ja, da vorne. Jan, frag doch den Herrn mal da vorne. Einmal noch mal ein bisschen zweite, noch da. Zweite. Oh, wie schön, so einfach. 21. Haben wir die Lösung überhaupt ausgerechnet? Ich glaube, die haben wir gar nicht. Man muss dazu sagen, wir haben die letzten zwei Tage diese Folge erst vorbereitet, hier auf dem CCC. Und ich denke, das stimmt. Wir gehen einfach davon aus, dass es stimmt. Wie heißt du? Robert. Robert, dann herzlichen Applaus für den Robert. Und hier auf die Bühne, vielen Dank, Jan. Er hat zwei Tage hier vor dem Raum übernachtet, damit er diese eine Chance wahrnehmen konnte. Genau, setze das großartig. Headset auf, dann wird vermutlich Ralf nochmal prüfen, ob das Mikro weit genug entfernt ist oder Claudia. Ja.
Ja, und da heißt es dann immer, man braucht kein Mathe im echten Leben. Hahaha. Und dann hat es hier tatsächlich mal funktioniert. Gib dem Mann noch mal ein Getränk. Ah, okay. Ich habe ein Getränk. Vielen Dank. Ja, wir haben... Wem schmeckt denn der Cocktail? Wem schmeckt der Cocktail nicht? Das haben wir nicht im Stream, hoffe ich. die haben wir gesponsert bekommen, und zwar von der Boiler Bar vom Bildungstrinken-Podcast. Boilerman. Boilerman Bar. Bar. Mhm. Boilerman Bar. Dann vielen lieben Dank. Ja, wir fangen mal an. Du bist... das ist total ungewohnt für mich hier auf der Bühne. Okay, also du bist... Du kennst du andere Podcasts noch? Ja. Zum Beispiel? So ziemlich alles von Vrindt, mhm, und vom Tim einiges. Okay. Die warst du gestern also bei den Physikern? Noch? Nein. Okay, aber die kennst du? Nein, ja. Gut. Raus. Ich hoffe, das ist nicht im Stream. Gut. Du bist bei der Live-Probe von Methodisch Inkorrekt. Wir sind jetzt gerade in der Situation, dass die beiden quasi sich überlegen, in welchen Raum sie eigentlich kommen. Ob sie dann jetzt in den Raum G kommen oder in die Halle 2, wie ursprünglich angedacht. Und du hörst Folgendes. Okay, also ich halte das immer noch für relativ abstrus, dass wir in Halle G gehen müssen. Ich finde, wir sollten die Explosion nochmal in Saal 2 machen. Lass einfach mal reinschleichen und testen. Also ich meine, dann hören sie es rumsen und dann kommen sie eh. Ein bisschen was zusammen, kleine kritische Masse, Stickstoff drauf, hoch, läuft. Ich bin Sicherheitsexperte, ich muss dich fragen, kann das gefährlich werden, Reinhard? Du weißt, die sind hier so ein bisschen pingelig, was die Sicherheit betrifft. Also was kannst du, also was heißt schon gefährlich? Kannst du, was könnte im schlimmsten Fall passieren? Im schlimmsten Fall, weiß ich nicht, Raumzeitkontinuum, so ein kleiner Riss und das Gebäude geht kaputt. Im Grunde genommen soll das Gebäude eh im nächsten Jahr abgerissen werden. Ja, eigentlich also tun von wir denen noch einen Gefallen. Richtig. Das wird billiger. Also, rühren wir es zusammen? Ja, komm, Schraub. Okay, im Grunde genommen ist das hier alles nicht gefährlicher als ein Teelicht, aber ihr solltet vielleicht doch mal so den einen oder anderen Schritt zur Seite gehen. Ach komm ey, warum so, ist doch scheiße, dann sehe ich ja nichts. Bisschen weiter noch. Das, Mann. Da ist okay. Wir füllen jetzt den Stickstoff hier in diese Flasche rein. Hier ist der Deckel. Wo ist das radioaktive Material? Das ist schon im Bottich unten drin. Sehr das gut. Ist, ja, das, deshalb leuchtet der auch so. die Flasche zugeschraubt. Und jetzt geht's 3. Wenn es knistert, müsst ihr euch die Ohren zuhalten da vorne. Das heißt dann. Ja. Es geht los. 3, 2, 1. Willkommen auf Puerto Partida. Erlebe mit, wie gestrandete Kandidaten versuchen, vor dem französischen Gourmet-Kannibalen Jacques Cousteau zu flüchten, um staatlich anerkannte Bürger zu werden. Dazu müssen Sie 3 Personen finden, die Ihnen Hinweise für den Aktivierungscode zum Leuchtturm geben. Auch du kannst dich der Aufgabe stellen. Scheitern oder eine richtig coole Sau sein. Heute die CCC-Sonderfolge mit Malik, Udo und Johannes. Du standest also gerade noch in einer Gruppe mit verschiedenen Personen, die da zugeguckt haben. Im letzten Moment hast du dich auf dieses Experiment geschmissen, um die anderen zu retten natürlich, und bist weggeschleudert worden auf unsere kleine Insel. Und jetzt gibt es eine kleine Umfrage. Wir würden gerne wissen, wo die Person strandet. Das wird hier seitlich eingeblendet. 1 ist Ventro della Bestaco, Lateniso Lerneo und La Grinza Pordo. Wer ist für die 1? Bitte jetzt hochheben. Gut. Einer. Sehr gut. Wer ist für die 2? Okay. Und wer ist für die 3? Okay, alles klar.
Du fliegst in hohem Bogen in die Gastronomie La Grinza Pordo, zu Deutsch zur quietschenden Tür, krachst durchs Dach und sitzt dann direkt an einem Tisch und wirst dann von dem Gastwirt begrüßt. Also, wer sind denn Sie? Was machen Sie denn hier? Ja, also, eben war ich noch ganz woanders, aber wenn ich schon mal hier bin, bringen Sie mir doch mal die Getränkekarte. Ja, sehr gerne. Er bringt dir die Getränkekarte und ja, du hast sie in der Hand. Währenddessen, also auf der Getränkekarte steht ganz vorne so ein bisschen Geschichte über die ja, über die Kneipe und dann eben verschiedene Getränke. Magst du das lesen? Ich lese mir das durch, ja. Okay, das hören wir uns doch mal an. Ich höre nichts. Mein Soundboard geht aber. Claudia? La Grin... Die Gaststätte La Grincha Pordo. Die Gaststätte La Grincha Pordo, auf Deutsch zur quietschenden Tür, befindet sich direkt am Marktplatz, im Herzen der Hauptstadt Ceforbo. Diese besonders gute Lage verdankt die Gaststätte folgender Tatsache. Sie steht exakt an dem Ort, an dem Gustavo Gastiano am 3. März 1673 die erste Siedlung der Insel in Form einer Hütte aus Kieseln errichtete. Das verhängnisvolle, sehr leichte Unwetter vom 5. März 1673 vernichtete die Hütte jedoch vollständig. Weitere Versuche, eine Hütte zu errichten, involvierten Palmenblätter, Kaulquappeneier und Marzipan. Im Jahre 1821 wurde von Grazia Gastiano, der dritten Frau von Gustavo Gastiano, Junior, 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 an diesem Standort als 198. Gebäude ein Bauamt errichtet. 1960 wurde es dann von Gustavo Gastiano, Junior, 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 zur Gaststätte umgebaut und betrieben. 1978 wurde sie vererbt an seinen Sohn Graso Gastiano. Währenddessen macht dein Funkgerät auch ein bisschen Geräusche. Du hast nämlich noch ein Funkgerät dabei. Und ja, wir schalten noch mal kurz zurück auf das CCC und hören... Ja, Malik, gib mal das Gerät da. Ja, Push-to-talk. Hier. Ja. Hatten wir früher auch, als wir jung waren. Eins, ist das Ding an? Ja, Test. Hört ihr was? X. QRX, kannst du mich hören? Du bist gemeint. Hallo? Kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören. Robert, also, pass auf. Bin ich hier? Wir haben recherchiert und bemerkenswerterweise musst du erstmal Bürger von Puerto Partida werden, bevor wir dich hier retten können. Bürger, steht so im Internet, Bürger wirst du erst, wenn du drei Leute findest, die dir Rätselaufgaben stellen. Okay. Welche drei Leute? Ja, das konnte ja Holgi gerade nicht mehr sagen. No. Und die Verbindung ist unterbrochen. Anscheinend kannst du nur Geräusche empfangen. Okay. Also, was wolltest du denn jetzt? Ja, ich stehe doch noch da. Ja. Ich würde gerne Bürger dieser wunderbaren Insel werden. Ah, das ist doch super. Dann werden Sie doch Bürger. Ich habe gehört, dafür muss ich drei Leute finden, die mir Rätselaufgaben stellen. Wissen Sie vielleicht, welche Leute das sein könnten? Im Moment nicht. Da kann ich Ihnen jetzt auch gerade nicht helfen. Kennen Sie denn jemanden, der vor kurzem Bürger der Insel geworden ist, der mir vielleicht weiterhelfen kann? Ja, zum Beispiel der Herr Tabletoniso ist vor kurzem Bürger geworden. Wo finde ich den Herrn Tabletoniso? Den finden Sie, wenn Sie hier aus der Kneipe rausgehen, aus der Gaststätte, und dann links hintergehen Richtung Tischtennisschule.
Okay, vielen Dank. Dann wollen Sie jetzt noch was trinken oder was ist hier los? Ich komme später wieder, um was zu trinken. Ah, sehr gerne. Dann gehe ich mal raus und nach links Richtung... Du gehst aus der Tür? Ja. Ich merke, die Gaststätte hat ihren Namen zurecht. Ja. Und währenddessen hören wir... Robert? Ja? Ja, ich höre Hörst du mich? Ja, ja. Hier ist Malik. Sag mal, der Herr Richter. Ja, der Herr Richter spricht das der ein. Der Richter? Nicht du. Ja, Moment. Ja. Ich gebe ihm mal eben das Funkgerät. Moment. Hallo? Gut, Malik gibt das Funkgerät weiter. Du bist etwas verwirrt, wie wir alle hier. Hallo, und ist da jemand? Hallo, ist da jemand? Ja, ich höre Sie. Ist das an? Hallo? Pass auf, du musst drei Leute finden. Drei. Also, ja. Mitgehört. Meister Tabletiniso, das ist der Typ an der Tischtennisschule. Du weißt schon, beim Palast. Außerdem Herrn Operatori. Bei der Tankstelle vielleicht. Weiß ich nicht. Versuch's halt. Und Ron. Ron Magisto. Die musst du finden. Dann wird alles gut. Okay. Und die Funkverbindung bricht schon wieder ab. Okay. Du stehst auf dem Marktplatz von Puerto Partida. In der Mitte vom Marktplatz steht eine kleine Bühne. Darauf steht eine lustige Guillotine. Dann ist links von dir der Palast. Rechts von dir ist so eine Art kleiner Wegweiser. Es gehen 1, 2, 3, 4, 5 Wege davon ab. Genau, und den Weg zur Tischtennisschule wüsstest du jetzt schon. Genau, das ist der Weg nach links, der wurde mir schon gesagt. Genau. Dann ist dort auch ein Weg zu einer Tankstelle? Tankstelle ist keine angeschrieben. Okay. Dann gehe ich als erstes mal zu der Tischtennisschule. Gut, du gehst nach links, wenn ich das richtig verstanden habe, und kommst an... Genau, sehr gut. Du kommst an einem Pavillon an, der so ein bisschen aus Holz gebaut ist, so ein bisschen asiatisch angehaucht. Und in der Mitte von dieser Hütte steht quasi eine Tischtennisplatte. Und in der Mitte steht auch Meister Tabloteniso, also beziehungsweise ein Mann, in einer Robe. Also er steht nicht auf der Tischtennisplatte, sondern davor und hat die Augen geschlossen. Spürt dich, murmelt etwas. 3-1, 3-0, 1-0, 3-1. Wir sollen aufstehen? Ach so. Guten Tag. 3-1. Sind Sie Herr Tabletoniso? Guten Tag, mein Name ist Meister Tabletoniso. Er wirft dir einen Ball zu. Ich versuche ihn zu fangen. Ich habe es nicht wirklich gut geschafft. Spüre den Ball. Oh. Bei genauerer Betrachtung stelle ich fest, er ist rund. Spüre den Ball. Er wirft dir einen weiteren Ball zu. Ich habe gehört, Sie sind vor kurzem ein Bürger der Stadt geworden. Das ist richtig, mein Schüler. Ich würde auch gern Bürger der Stadt werden. Wenn du Bürger der Stadt werden willst, muss ich dir ein Rätsel stellen. Gerne. Wenn ich dir dieses Rätsel stelle, musst du dabei eine Prüfung absolvieren. Erreicht dir einen Tischtennisschläger? Lege den Ball auf den Schläger und sorge dafür, dass er nicht herunterfällt. Währenddessen stelle ich dir die Frage. Spüre den Ball. Niemandem gelingt es, eine Woche zu überleben, ohne zu trinken. Dennoch schaffte ich es, einen 10-Tage-Trip durch eine Wüste zu überleben, ohne Wasser mitgebracht oder gefunden zu haben. Wie habe ich das geschafft? So, wer im Publikum die Antwort ahnt, kann schon mal eine Karte hochhalten. Damit er sieht, wie nee. Spüre den Ball. Ich spüre ihn. Haben Sie vielleicht andere flüssige Getränke zu sich genommen? Nicht Wasser? Lassen Sie mich kurz überlegen. Nein. Er überlegt kurz und sagt dann... Nein.
Es klingt auch wie vom Soundboard, wie du sprichst. Ganz toll. Oder Sie haben vielleicht Eis mitgebracht. Das war noch kein Wasser, als Sie in die Wüste gegangen sind. Spüre den Ball. Er wirft dir einen weiteren Ball zu. Währenddessen hörst du, dass dein Funkgerät Robert sich wieder meldet. Hallo? Ja? Robert? Ja? Hier ist Malik. Was ist gerade dein... Hast du gerade... können wir dir helfen? Wir sitzen gerade vor Google. Da steht so viel drin. Glaubst du nicht? Ich spüre gerade ganz bequem einen Ball. Ah, ja. Hat das mit einer Wüste zu tun? Noch eine ganz andere Geschichte. Sag mal, wenn ich es nicht schaffe, eine Woche zu überleben... Das wäre so schade. Ohne was zu trinken. Aber dennoch hat es Meister Tablo Teni so geschafft, 10 Tage durch die Wüste zu gehen und zu überleben, ohne Wasser mitgebracht oder gefunden zu haben. Wie hat er das wohl geschafft? Frag doch mal das Publikum. Moment. Frag doch mal das Publikum. Ja. Achso, wir haben keinen... Ja. Frag doch mal die Leute, die um dich rumstehen. Hat jemand eine Idee, wie man das jetzt hinkriegen könnte? Jan. Wir müssen Robert retten. Genau. Fragen wir im Publikum. Zeig doch mal eine Karte hier. Wer hat eine Karte? Ganz vorne? Ja, Jan, so richtig. Vor dir. Also. Vor dir. Jan, ganz vor dir. Der Herr, oder? Wir sehen ja nichts. Hallo? Der Mann hier vorne. Jan. Ja, wir brauchen der. Er hatte deinen Kaktus gebissen. Lassen Sie mich kurz überlegen. Naja, du hörst doch das Funkgerät nicht. Ja, man merkt, wir haben es auf der ich höre das auf doch. Dem CCC haben, vorbereitet. Haben Sie vielleicht sich über feste Nahrung genügend Flüssigkeit beschafft? Zum Beispiel, indem Sie Kakteen gegessen haben? Lassen Sie mich kurz überlegen. Eher nicht. Eher nicht. Hör mal, ich habe hier was gefunden. Ja. Oh, schieß los. Haben wir noch eine Idee? Ja. Ich gehe mal hier nochmal durch. Hier sind noch Menschen, die eine Idee haben. Ich fange mal hier an. Jetzt wird es etwas eklig. Aber das ist es nicht. Das ist es nicht. Das suchen wir nicht. Ich würde es aber schon gerne hören, muss ich sagen. Okay. Oh, hier vorne gibt es noch eine Antwort. Hier ist auch noch eine. Hier ist noch eine zweite. Ich gehe mal kurz hier hin. Wer ist denn dein Name? Sascha, hallo. Hast du den 10-Tages-Trip vielleicht in weniger als 10 Tagen absolviert, weil du schneller gewesen bist? Der kannte eine Abkürzung. Kannten Sie eine Abkürzung und brauchten für den 10-Tages-Trip weniger als 10 Tage? Mein Schüler, diese Antwort ist falsch. Normalerweise würde ich jetzt den Kannibalen einspielen lassen und der Kandidat wäre hier kaputt, aber... wir haben noch wir haben noch Meldungen aus dem Publikum. Wer bist du? Es hat mit dem Wasser nichts zu tun. Ich sag's gleich. Petra, ich dachte mir, vielleicht hat er einfach nachts getrunken. Wenn der Tage so durch die Wüste läuft. Waren Sie zu dem Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht geboren? Na, wenn der 10-Tages-Trip von Ihrer Mutter absolviert wurde und Sie währenddessen noch als... Embryo im Bauch waren, haben Sie selbst kein Wasser mitgebracht? Diese Antwort ist sehr schlau. Möge der Spielleiter entscheiden. Ich wusste gar nicht, dass du in so einer Metaebene denken kannst, aber du bist ja spirituell. Wir hören uns hier noch die Antwort von dem Herrn im Weißen, dessen Namen ich kenne, ich weiß, aber an. Er wird uns den Namen verraten, nämlich? Ich bin der Jan. Vielleicht ist es ein 10-Tages-Trip zu Fuß und er hat es nicht zu Fuß absolviert. Ihr versucht doch zu tricksen. Mach doch mal. Wir versuchen jetzt mal noch die richtige Antwort rauszufinden. Okay. Robert? Ja? Bist du da? Ja, ich bin da. Dieses Google, das ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Also, wenn du da Wüste eintippst, ne? Ja. Da gibt's, das ist ganz abgefahren. Da gibt's ja ganz unterschiedliche. Ah, war es vielleicht eine Eiswüste? Lass mich kurz überlegen. Die Antwort ist richtig. Einen kleinen Applaus, bitte. Ja. Einen kleinen Applaus. daraufhin gibt er dir einen Hinweis. Ich gebe dir einen Hinweis. Oh, ein Hinweis. Drücke nicht Zitrusfrüchte. Keine Zitrusfrüchte. Drücke nicht Zitrusfrüchte. Warum nicht? Spüre den Ball. Wirf dir einen Ball zu. 3-1. Und er verschwindet 3-0. In seiner Meditation. 3-1. Ich könnte dich auch übereinander sprechen lassen, ne? 3-0. Ich habe dich ja hier auch. 3-1. 3-1. 1-3. 3-0. Können Sie mir vielleicht noch sagen, welche anderen zwei Personen mir noch Fragen stellen müssen? Das weiß ich leider nicht. Ach, schade.
Du weißt es doch. So, dann krame ich meinem Gedächtnis. Du kramst in deinem Gedächtnis und denkst an Herrn Operatori. Operatori, genau. Und an Herrn Ron Magisto. Ron Magisto, okay. Dann gehe ich zurück zum Marktplatz. Du gehst zurück zum Marktplatz und dort steht in der Mitte eine Bühne mit einer lustigen Guillotine drauf. Und was ich vorhin vergessen habe, es steht da auch noch ein Witzeautomat. Ein Witzautomat? Ein Witzeautomat. Dann gehe ich mal an diesen Automaten. Du gehst an den Witzeautomat und merkst, dass man da eine Münze einwerfen muss. Habe ich ausreichend Münzen dabei? Hast du ausreichend Münzen dabei? Ich könnte versuchen, einen Ball dort reinzumachen. Ja, du versuchst einen Ball. Nein, ich habe natürlich auch ausreichend stopfen. Geld dabei. Ja, zeig mal. Kann ich auch mit Vrindaufklebern bezahlen? Nein. Du kannst alles reinstopfen, was du möchtest. Geht halt dann eher kaputt. Gib mir einen Witz. Du hast, genau, 5 Cent. Gib mir einen guten Witz für 5 Cent. Ja, sehr gut. Aber der Automat wirft die Münze durch, dann es müssen ein Camus-Münzen eingeworfen werden. Ein Camus? Ja. Na gut. Du gehst also, eigentlich könnte man... Ich möchte den Herrn Operando finden. Operatori? Operatori. Du möchtest den Herrn Operatori finden. Hinter dir läuft... Der Herr Tablotteniso an dir vorbei oder schwebt auch so ein bisschen vorbei an dir. Hallo, mein Schüler. Hallo. Das ist fast ein bisschen unheimlich. Ich suche den Herrn Operaneso. Sie meinen oder bestimmt Herrn Operatori. Operatori. Den finden Sie zu dieser Zeit in seiner Tankstelle. Wo finde ich seine Tankstelle? Die ist in der Nähe des Wassers. Des Wassers. 3-1. Dies ist eine Insel. Dir das noch, heißt, im Prinzip könnte ich in jede Richtung laufen. Ja, er zeigt welches dir noch Wasser? Die Richtung. Oh, perfekt. Er zeigt dir noch die Richtung. Sehr gut. Vielen Dank. Genau, und zwar rechts am Palast vorbei. Dann gehe ich rechts am Palast du vorbei. Du gehst rechts am Palast vorbei und kommst dann irgendwann an einer Tankstelle an. Es geht noch ein bisschen weiter, aber wir kürzen das hier mal ab. Und genau. Was tust du? Ich betrete die Tankstelle und schaue, ob dort ein Herr ist. Ja, hallo, grüße Sie. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich würde gerne Bürger dieser Insel werden. Ja, das wollen sehr viele Leute, aber nicht jeder schafft's. Ich habe von fernen Personen gehört, dass so mancher nur Glück hatte. Ja, aber ich will jetzt nicht... nur mich auf mein Glück berufen. Ich möchte auch 3 Rätselfragen lösen. Und ich habe gehört, Sie könnten mir eine stellen. Ja, dann komm mal mit. Wir gehen noch mal zum Marktplatz. Und zwar ist da doch der Witzautomat. Haben Sie vielleicht gesehen, als Sie hier gestrandet sind? Richtig, aber leider nicht das passende Geld dafür. Ja, der ist eh kaputt. Der ist eh kaputt, ja. Kommt sagen Sie mal, wer sind denn Sie überhaupt? Ich bin der Robert. Hallo Robert, ich bin der Herr Operatori. Herr Operatori. Auch Kermit genannt. Kermit. Ich zeig dir mal den Witzeautomat, ich schraub den gerade mal auf und irgendwas stimmt mit dem Witzeautomaten nicht mehr. Und zwar hat er durchnummerierte Slots bis 25, in der ein oder mehrere, du hast die falsche gerade, egal, mehrere Platinen eingesteckt werden können. Und mein Kumpel Bert Baguette meinte, es müssen über 20 Platinen eingesteckt werden. Der Gastwirt, Herr Gastiano, behauptet aber, dass es sich unter 20 Platinen handeln muss. Das habe er in einem Computermagazin gelesen. Und der Wissenschaftler Bert Baguette war etwas vorsichtiger mit seiner Aussage und behauptet, es muss mindestens eine Platine eingesteckt werden. Sonst kann das ja nicht gehen. Wenn nur eine der 3 Aussagen stimmt, wie viele Platinen muss man dann einstecken, damit der Automat funktioniert? Wenn der Kannibale pfeift, kommt er näher. Oh
Also wir wissen, dass nur eine der drei Aussagen auf jeden Fall stimmt. Ja, ja, das stimmt. Und es gibt auch nur eine richtige Anzahl an Platinen, die reingesteckt werden müssen? Ja, vermutlich. Also, das ist halt so eine Maschine, ne? Ich habe da nichts gemacht. Ja, 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 verstehe ich. Aber wenn es nur um die Anzahl der Platinen geht, die man reinstecken muss, ist es dann überhaupt relevant, dass sie durchnummeriert sind? Ja, bin ich hier der Computerexperte oder Sie? Och, ich weiß ja nicht, was Sie so für eine Ausbildung hatten. Ja, ich bin ja so ein bisschen der Bastler. Aber ich sage Ihnen, gestern ging's noch. Gestern ging's noch? Wie viel Platinen haben wir denn überhaupt hier zur Verfügung? Hier eine Kiste voll. Eine ganze Kiste, oh. Das ist gar nicht so leicht in der Live-Situation. Wenn die richtige Anzahl... das muss mindestens eine. Die ist nicht ganz leicht. Ich würde sagen, es muss genau... Nein. Wie wär's mit null? Na? Ein bisschen bei allem ist es schon. Ich würde sagen, null Platinen. Ja, das weil 0 ist unter 20, dann ist die Aussage richtig. Und dass es über 20 sind, die Aussage wäre falsch. Und dass es mindestens eine ist, die Aussage wäre auch falsch. Damit ist nur eine der Aussagen richtig mit 0 Platinen. Ja, das scheint korrekt zu sein. Aber wie könnte ich denn jetzt die Maschine in Betrieb nehmen? Wir nehmen einfach alle Platinen raus, die noch drin sind, und schalten sie ein. Ihr nehmt also die letzten, oder ihr nehmt zwei Platinen raus. Wir kriegen schon wieder Post. Warum kriegen wir Post? Ich bearbeite das. Ah, wir sind doch ein geskripteter Podcast. Egal. Plötzlich, genau, jetzt war ich kurz abgelenkt, Entschuldigung, und plötzlich fährt die Maschine wieder hoch. Das erklärt natürlich manches. Es ist ein Windows-Betriebssystem und es hat vermutlich keine Treiber für diese Platinen. Ja, was passiert eigentlich, wenn ich hier drücke? Oh. Gut. Ich gebe Ihnen erstmal zwei Camus, dann können Sie nochmal einen Witz austesten, ob die Maschine wirklich funktioniert. Super. Was tust du? Ich teste den Witzautomaten, wenn ich schon mal dabei bin. Du wirfst also ein Ding ein und magst du einen aussuchen? Den? Witz. Ein Vater murmelt, kackt ihn. Die Tochter antwortet, heißt das nicht Kaktusse? Nee, ich meine ja nicht. Ha, 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 ha. Ja, scheint zu funktionieren. Ja. Ich glaube, die Pointe klemmt immer noch. Nein, gut. Ich wüsste nicht warum. Sie haben noch eine zweite Münze. Wollt ihr noch eine zweite Münze? Na. Okay. Ja, wir probieren noch die zweite Münze. Witz. Was macht eine Blondine in einer Bücherei? Lesen. Ha, 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 ha. Also, ich finde den lustig. Ach so, Sie wollen einen Hinweis, ne, für das Finalrätsel. Ja, also, gerne. Sortiere der Wortlänge nach mit dem kürzesten beginnend. Sortiere der Wortlänge nach, okay. Und keine Zitrusfrucht drücken. Korrekt. Okay. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie weiterhelfen? Sie haben mir ja sehr weitergeholfen. Ja, und zwar brauche ich noch ein drittes Rätsel von einem Herrn, ich krame in meinem Gedächtnis. Mein Gedächtnis antwortet nicht. Ich lasse dich da jetzt reinlaufen. Robert? Robert? Ja, ja. Hallo. Ah. Du hattest doch vorhin diese Liste von den drei Personen, die ich befragen sollte. Ich? Ja. Nö. Nicht? Schade. Doch, hattest du. Ach so, du weißt es selber nicht, ne? Was? Ich habe jetzt hier dieses Bing gefunden, aber das ist irgendwie nicht das Gleiche. Und es bricht wieder ab. Was habe ich hier für ein Team?
Wie Magie, kommt es in deinen Kopf, dass du noch einen Ron Magisto suchst? Ron Magisto, ja, dann frage ich den Tankstellenwart, ja, wo ich denn den Ron Magisto finde. Wo finde ich denn den Ron Magisto? Manchmal streunt er hier so rum, ich würde es am Strand versuchen. Am Strand? Nun ist das hier eine Insel, das heißt, wir haben sehr viel Strand drumherum. Ja. Wissen Sie, wo der beliebteste Badestrand von dem Herrn Ron Magisto ist? Der beliebteste Badestrand? Ja, die Ecke, wo man den Herrn Ron Magisto am ehesten auf... Ich höre mich selber nicht mehr, aber egal. Hallo, wir hören uns nicht mehr. Ja. Wir sind gehackt. Ja. Am besten, Sie gehen einfach den Strand Richtung Süden. Richtung Süden? Ja, den Weg entlang. Okay, vielen Dank. Dann werde ich mich aufmachen. Gut, du gehst also Richtung Süden, kommst an einem Stadttor vorbei und nach einem kleinen Weg bist du dann unten am Strand. Danke, wir hören uns wieder. Also ich zumindest. Ja, ich schaue mich um, ob ich eine dort herumwandelnde Person finde. Du siehst dort eine herumwandelnde Person. Hallo! Ah, hey! Sag nix. Ich sehe, du wurdest hier angeschwemmt. Sag nix. Und du bist auf der Suche nach den drei Rätseln. Und dein Name ist... dein Name ist etwas verschwommen. Irgendwas mit L? Sie müssten Asiat sein, kann das sein? Robert? Das, ja? Ja, siehst du, ein L ist enthalten. Ich bin Ron Magisto, der weltberühmte Magier. Schönen guten Tag, Herr Magisto. Ja? Ja, allerdings, der bin ich. Wo möchtest du das Autogramm hinhaben? Sehr gerne auf meine Einbürgerungsurkunde. Ich möchte nämlich gerne Bürger dieser Insel werden. Und ich habe gehört, dafür könnten Sie mir ein wunderbares Rätsel nennen. Ja. Ja, hat er. Und er schaut dich an und sagt noch... Na komm schon, 5 Camus für einen Trick. Okay, 3 Camus. Einen? Na gut, für dich. Pass gut auf. Ich, Ron Magisto, der weltberühmte, allseits geschätzte und dennoch überaus bescheidene Magier, bin ein begnadeter Schützer. Ich kann einen Hut aufhängen, dann 50 Meter gehen, mich umdrehen und eine Gewehrkugel direkt durch den Hut schießen. Und das alles mit verbundenen Augen. Wie geht das, obwohl ich absolut nichts durch die Augenbinde sehen kann? Ha, it's magic. Wer weiß es? Ja. Wer es weiß, die Karte hochheben, genau. Wir haben... Mann. Haben Sie vielleicht ein kleines Gestell an Ihrem Gewehr montiert, sodass der Hut an diesem Gestell aufgehängt wird? Sodass Sie im Prinzip mit Gewehr und darauf montiertem Gestell und darauf montiertem Hut 50 von mir aus 1000 Meter gehen können und dann problemlos in jede Richtung schießen und immer diesen Hut treffen? Das wäre ein vorzüglicher Trick. War das so offensichtlich? Na gut, dann hier der Hinweis. Er gibt dir einen kleinen Zettel, auf dem der Hinweis steht. Und da steht drauf... da steht's nicht. Das kann ich dann... Normalerweise kann ich sowas dann immer rausschneiden, damit man nicht ganz so merkt, dass ich verplant bin. Aber hier. Drücke kein Obst, in dem dreimal der Buchstabe A vorkommt. Drücke kein Obst, in dem der Buchstabe A dreimal vorkommt. Okay, keine Ananas drücken. Zum Beispiel. Gut. Und keine Limetten. Währenddessen kommt nochmal ein... Hallo? Erfahrungsspruch. Ja, hallo? Hallo? Kann man mich hören? Ja. Ich bin da. Robert, hörst du uns? Ja.
Wir haben rausgekriegt, wo du hin musst. Ja, schieß los. Aber du musst erst diese Rätsel lösen und so Hinweise kriegen. Hast du das schon? Ich habe die drei Rätsel, ja. Dann sofort zum Leuchtturm. Zum Leuchtturm, jetzt okay. Jetzt völlig abgefahren, der ist, wirst du sehen, ist abgefahren. Wäre blöd, wenn man Leuchtturm nicht sieht, ja. Ja, das okay, dieses Google, hin. Wahnsinn. Ach so. Okay, vielen Dank. Gut, du siehst in der Ferne, hier ist eine Frage. Der Publikum, ja. Aus dem Publikum wurde ein Ball auf den Kandidaten geworfen, der ihn nicht gefangen hat. Ich bin nur leicht verletzt. Genau. Ich sehe den Leuchtturm. Du siehst den Leuchtturm, gehst über den Marktplatz nach links Richtung Leuchtturm und kommst irgendwann am Leuchtturm an. Und ja, da steht er vor dir. Und über dem Leuchtturm ist auch ein Schild zu lesen. Ich lese das Schild, welches zu lesen ist. Der Leuchtturm. Der Leuchtturm La Lumturo auf der Insel Puerto Partida entstand 1962 aus einer Anhäufung von angespülten Krabben und Seelachsfilets. Gerüchten zufolge hat der Sprecher mittlerweile keine Lust mehr, den Leuchtturmtext zu lesen. Aale, Strom, drüberlaufen, bla bla bla, 70 Sekunden. Viel Spaß! Das ist jetzt gemein, weil du natürlich unseren Podcast bisher nicht kanntest, glaube ich. Du musst also in den Leuchtturm, dort wird Strom erzeugt und... Mit Aalen? Genau. Und ich habe nur 70 Sekunden da durchzulaufen, das werde ich gebrutzelt? Du wirst nicht gebrutzelt, aber dann kannst du keinen Ausweis mehr drucken, weil da ist nämlich der Ausweisdrucker. Ja, das ist... Es ist Puerto Partida. Ja, ja, das ist... Kann ich eigentlich nichts für. Gut, du stehst dann vor der Tür. Gehe ich rein? Und du gehst rein, ziehst vor dir ein Becken mit Zitteraalen. Dahinter ist eine Leiter zu sehen. Aus dem Becken geht ein Kabel nach oben mit einem kleinen Timer. Dann beeile ich mich da. Du gehst über das Ding, es startet der Timer und bist vor der Leiter. Was? Hoch die Leiter. Du gehst die Leiter nach oben und dort siehst du ein Eingabepanel. Und zwar mit Kokosnuss, Zitrone, Orange, Banane, Kiwi und Ananas. Kokosnuss, Zitrone, Orange, Kiwi, Banane, Ananas. Kiwi? Orange? Moment. War das die Zitrone oder die? Die Kokosnuss. Banane. Nee, Banane, Kokosnuss. Kokosnuss, Zitrone. Das waren zu viele. Kiwi, Banane, Zitrone, Kokosnuss. Kiwi, Banane, Kokosnuss. Alle Zitrusnuss. Verdammt. Ausweisdrucker beginnt. Einen großen Applaus. Es geht eine Rundumleuchte an. Und du wirst von einer Menschenmenge begrüßt auf dem Marktplatz, während du mit einem frisch ausgedruckten Ausweisdrucker in die Mitte des Marktplatzes gehen kannst und dort Bürger wirst. Denn alle sind glücklich, gratulieren dir und sind, ja, glücklich. Vielen lieben Dank fürs Mitspielen. Wir haben, wie gesagt, diese Folge hier live auf dem CCC geschrieben, Einspieler produziert und so weiter. Dafür vielen lieben Dank als Sprecher aus dem Bodenseeraum, Stefan Baumann, der diesen Reiseführer gesprochen hat. Lars Engelmann und ich haben die Geschichte geschrieben. Vielen Dank an Malik, Udo und Robert, dass sie hier live mitgemacht haben. Malik spricht normalerweise den Einstieg. Er ist eben schon Bürger und spricht eben dann Texte mit. Julia macht normalerweise unsere Grafiken.
Vielen Dank auch an Jan Giesmann, der da den Einstieg diesmal geschnitten hat. Da vielleicht auch mal einen kleinen Applaus. Zu hören waren Ron Magisto und was mich sehr besonders gefreut hat, dass wir das hier aufnehmen konnten, eben Nicolas Wörl und Reinhard Remfort von Methodisch Inkorrekt, Holgi von Vrind, Markus Richter vom Radiorollenspiel und der Weisheit. Ja, die Weisheit wird es heute um 20 Uhr, also gleich im Anschluss hier in einer guten Stunde, dann hier auf der Bühne geben, kann man auch noch live zuhören. Das nächste Live-Event bei uns gibt es am 20.-21.02. auf dem Podcamp im Unperfekthaus in Essen. Da wollte ich noch drauf hinweisen. Und ja, es gibt noch eine Qualifikationsfrage. Wer das mit uns spielen möchte, dann via Skype. Die ist aktuell unter der aktuellen Folge. Die wird dann ungefähr so Mitte Januar aufgenommen. Da kann man dann mitspielen. Habe ich irgendwas? Ich habe so das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Meinst du so puerto-partida.de? Ah ja, richtig. Ja. www.puerto-partida.de. Minus, wirklich? Hast du gesagt. Habe ich das hier so drauf gemacht? Auf eurem Plakat steht es ohne Bindestrich. Siehst du? Jetzt hast du mich verwirrt. Nein, es stimmt so, wie es auf der Karte ist. Genau, es stimmt so, wie es auf der Karte ist. Ich danke allen fürs Mitspielen und ja, dann würde ich sagen, beenden wir hier die Geschichte. Wir haben einige Patreon-Spenden und so weiter bekommen. Das machen wir dann in der regulären Folge wieder. Und wir wünschen euch noch hier auf dem CCC viel Spaß und ja. Einen großen Applaus, Puerto Partida! Auch nochmal an den Gast vielleicht einen extra Applaus. Toll gemacht! Nee, bleib noch mal kurz, Robert. Hier, du kriegst auch ein Schlüsselband. Das Mitspielen.